Der Furry FM Sarkazmus. Die Show, die nicht auf den Hund gekommen ist. Mit eurer Gastgeberin, Lelo. Und damit sind wir wieder bei Furry FM live beim Sarkazmus in der dritten Runde inzwischen schon. Schön zu sehen, dass das Format doch einigermaßen ankommt und es doch einige Leute gibt, die das sich auf jeden Fall mal anhören. In diesem Sinne schon mal vielen Dank. Und heute, liebe Leute, haben wir ein ganz anderes Thema als sonst. Nämlich geht es heute um Schnurriositäten. Und was ich damit meine, ist vielleicht ein bisschen umständlich zu beschreiben. Es geht primär darum, dass wir ein bisschen über Sachen reden, die ein bisschen merkwürdig im Netz sind. Also nicht nur im Netz, sondern auch Dinge, die mir so aufgefallen sind. Aber das ist ja nicht anders als sonst, werdet ihr gleich sagen. Und doch, denn das erste Thema, mit dem ich heute anfangen möchte, ist Verschwörungstheorien. Also der ein oder andere kennt von euch bestimmt die berühmteren unter den Verschwörungstheorien. So zum Beispiel auf jeden Fall die Geschichte von der Area 51 und dass Elvis noch lebt und alle solche Sachen und 9/11 und mit Osama Bin Laden und alles sowas ist bereits bekannt, ist zum Teil sogar so sehr Teil unserer Kultur geworden, dass es Leute gibt, die das gar nicht mehr anzweifeln. Insbesondere das, was die Area 51 betrifft, mit den Alienlandungen und den ganzen UFOs und den ganzen Kram. Das habt ihr sicher alle schon mal irgendwie gehört. Es gibt allerdings auch noch ein paar Verschwörungstheorien, die finde ich ganz amüsant, wenn ich ehrlich bin. Und die will ich heute mal mit euch teilen. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere. Oder ihr habt selbst eine, dann bitte ab damit in die Kommentare bzw. in den Live-Chat auf www.furry.fm. Haben wir so einen schönen Live-Chat. Da könnt ihr reinposten, was euch so einfällt. Ja, also wie gesagt, waren wir gerade bei Elvis. Ihr wisst, dass es diese Theorie gibt, dass Elvis gar nicht tot ist und dass er immer noch lebt. Also wahrscheinlich würde er jetzt auch eines natürlichen Todes inzwischen gestorben sein, selbst wenn er sich damals nicht mit Drogen umgebracht hätte. Es gibt aber hartnäckige Gerüchte, die sich halten, dass er als Burgerbrater in Fastfood-Läden erkannt wurde, in einem Pflegeheim als Pflegekraft oder als in einem Pflegeheim als Insasse, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh mein Gott. Insasse ist damit nicht gemeint, aber eben als Pflegebedürftiger und in einem Supermarkt als Aushilfe wurde er auch noch gesehen. Und es gibt ja noch diese Theorie, dass Elvis immer ein Alien war und auf den Planeten seiner Herkunft zurückkehren musste und deswegen hier diese ganze Drogensache inszeniert hat, um besser von der Erde wegzukommen. Finde ich eigentlich eine ganz lustige Sache, wenn man sich vorstellt, dass er damals wirklich alle Rekorde in allen Hinweisen, die es irgendwie gab, gebrochen hat. Also jetzt nicht nur musikalisch, sondern es war ja auch quasi der Erste, der damals angefangen hat, so regelrecht Mädchenschwärme zu begeistern und dass Frauen in Ohnmacht fallen, ist, glaube ich, auch erst passiert, seit es Elvis gab. Ja, das war Elvis, aber es gibt noch so eine Legende, und zwar Michael Jackson. Und auch von dem gibt es diese hartnäckige Aussage, dass er gar nicht tot sei. Also beziehungsweise nicht von ihm, es gibt angeblich Augenzeugen, die ihn schon wieder munter auf der Straße herumlaufen sehen haben. Auch da ging es wieder, dass das nur eine Möglichkeit war, eine Auszeit zu nehmen von seiner musikalischen Karriere. Der King of Pop soll immer noch am Leben sein und wird öfter gesehen, als man sich das vorstellen kann. Was ein bisschen witzig ist, weil, also ganz ehrlich, so viele Menschen, die zufällig aussehen wie Michael Jackson, wird es wohl nicht geben, weil der schon seine extravagante Visage hatte. Ja, jedenfalls war er hochverschuldet und das wäre vielleicht auch so eine Erklärung. Finde ich auch interessant, aber was ich überhaupt sehr zum Lachen finde, ist diese Geschichte mit Adolf Hitler, dass der immer noch unter uns weilt, also beziehungsweise ein Klon von ihm geschaffen wurde oder mehrere Klone und so soll er sein Körper beziehungsweise wurde angeblich aus dem Bunker, in dem er Selbstmord begangen, entfernt mit einem deutschen U-Boot in die Antarktis geschafft. Und dann dort in ein Labor gebracht, um Klone von ihm zu erstellen. Also das ist ein Gerücht, das sich so übrigens hartnäckig hält, dass angeblich die amerikanischen Truppen direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere Truppen in die Antarktis entsandt haben, ohne klare Spezifikation, warum. Ja, Leute, also wenn ihr da einen tiefgekühlten Adi findet, dann nehme ich alles zurück. Aber ganz ehrlich, euch ist nicht ganz zu helfen, ne? Also, das, ja,
Verschwörung, echt. Und wenn wir gerade bei dummen Verschwörungen sind, ihr kennt bestimmt auch diese Story mit den Reptiloiden. Wer das nicht kennt, ist eine ganz interessante Sache. Es geht darum, dass angeblich echsenartige Lebewesen oder Außerirdische durch das Trinken von menschlichem Blut die Gestalt eines Menschen annehmen und somit einen Menschen imitieren können. Sie verraten sich nur, wenn sie sich sehr ärgern, durch entweder ihre Zähne, die dann spitz werden, oder ihre Augen, wo die Pupillen katzenförmig werden. So sollen angeblich berühmte, Prominente alle zu den Reptiloiden gehören, alle Staatsmänner, alle Leute, die wirklich die Geschichte bewegt haben, alles Reptiloiden. Bekanntester Reptiloid derzeit soll ja Angela Merkel sein. Ja. Nee. Nein. Obwohl, das kann man auch sich nicht schönreden. Es tut mir leid. Also beim besten Willen. Irgendwo stand übrigens auch, sie wären zudem kalthäutig und glitzern in der Sonne. Jetzt wisst ihr Bescheid. Von wegen Vampira. Bella, der Typ war kein Vampir, es war eine Echse. Also lauf, wenn du merkst, dass er seinen Schwanz abwerfen kann. Aber keine Sorge, der wächst nach. Ja. Dazu das. Und es gibt noch eine wunderschöne Sache, die muss ich euch jetzt auch noch gleich reindrücken. Und zwar gibt es einen, in Anführungsstrichen, amerikanischen Forscher, der festgelegt hat, dass die Erde gar nicht so alt ist, wie alle sagen, sondern nur 6000 Jahre. Und der ist fest davon überzeugt, dass die Dinosaurier bei dem Bau der Pyramiden geholfen haben. Und das ist gar nicht so abwegig. Könnte doch sein, dass das Reptiloiden waren. Ja, wieder was dazu gelernt. Oh, ist das nicht krank? Mal ganz ehrlich, was sagt ihr dazu? Habt ihr eine Story für mich auf Lager, die ich noch nicht kenne? Es gibt natürlich noch ein paar schöne Sachen hier. Zum Beispiel gibt es auch sehr alte Verschwörungstheorien. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Mann in der eisernen Maske eine sehr beliebte Verschwörungstheorie gewesen ist, dass das wirklich passiert ist? Im 18. Jahrhundert. Genauso gibt es ja diese schöne Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney tot ist, also dass er schon viel früher gestorben ist und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Denn auf dem Cover des Albums Sgt. Pepper trägt er einen Aufnäher mit der Aufschrift OPD. Und das ist ein kanadisches Akronym für Official Pronounced Dead, also offiziell totgesprochener. Der ebenfalls auf dem Cover abgebildete VW Käfer trägt außerdem das Nummernschild 28IF. Und das ist exakt das Alter, das McCartney erreicht hätte, wäre er noch am Leben gewesen. Und schließlich ergibt der Refrain des Songs Revolution No. 9 rückwärts abgespielt die Worte Get me out, get me out. Ich finde das total interessant, wenn es echt Leute gibt, die sich hinsetzen und jeden Song rückwärts spielen, um zu schauen, ob da irgendwo eine gemeine, versteckte Nachricht enthalten ist. Ich glaube, das könnte ich auch beruflich machen. Ganz ehrlich. Würde mir gefallen. Bin ich dafür? Was kriegt man da bezahlt? Ich glaube, das wird nicht so gut bezahlt. Noch eine schöne Sache, die ich gefunden habe. Wusstet ihr, dass Bill Gates der Teufel ist? Ich meine, das ist nicht neu, aber wusstet ihr, dass Bill Gates deswegen der Teufel ist, weil er korrekt ja heißt William Henry Gates der Dritte? Und wandelt man diese Buchstaben seines Namens in ASCII-Code-Werte um, dann ergeben die alle zusammen addiert die Zahl 666 und das ist die Ziffer und das Zeichen des Teufels. Ja. Das ist so geil, ohne Witz. Es passt so schön wie die Faust aufs Auge. Ah, nur blöd, dass der Teufel sich ja in seinem Namen verraten muss. Das ist schön blöd. Ja, was soll ich dazu sagen? Liebe Leute, denkt ihr auch, die Dinosaurier halfen beim Bau der Pyramiden? Denkt ihr, Reptiloide sind unter uns? Und wenn ja, wie viele? Und wer? Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Bravura hat auch manchmal so Schlitzaugen. Spitze Zähne. Ja, wir gehen aber erstmal in eine kleine Musikpause. Liebe Leute, ich habe für euch ganz tolle Musik heute den ganzen Abend. Und zwar möchte ich euch eine spezielle Band in Anführungsstrichen oder Musikgruppe vorstellen. Die nennt sich Nerd Out. Die haben auf YouTube einen Channel und die machen speziell Musik zu Gaming und zu Filmen. Das ist, also sie machen nicht wirklich offizielle Musik dazu, sondern so quasi Fanmusik. Und das ist so gut, das muss ich euch einfach mal vorstellen. Wir fangen direkt an.
Mit einem Song von Nerd Out und der heißt Evolve. Das ist bezogen auf das Game Ark Survival Evolved. Und da hätten wir wieder die Reptiloiden und die Dinosaurier, denn das ist so ein Dinosaurier-Gaming-Dingens-Bummens, ihr wisst schon. Seht euch mal an, das ist auf jeden Fall geil. Checkt mal den Channel auf YouTube aus. Ich packe auch den Link in die Beschreibung noch mit rein. Not Out ist wirklich empfehlenswert. Und ihr kriegt danach noch den Song Voices in My Head. Und das ist der offizielle Song von denen zum Film Suicide Squad. Und den finde ich auch unglaublich gut. Also hört mal rein, sagt mir eure Meinung und dann bis gleich. Da sind wir schon wieder zurück bei Sarkazmus. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick gewonnen, wie diese Songs so sind. Und sagt mal eure Meinung dazu. Ich feiere die Band total. Es liegt nicht nur daran, dass sie einen Haufen Songs gemacht haben zu Spielen, die ich selbst total begeistert spiele. Es sind auch zum Teil von den Filmen zum Beispiel sehr gute Songs dabei. Absolut empfehlenswert. Ja, wir waren bei Verschwörungstheorien und ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht. Es gibt ein unglaublich gutes Video zum Thema Verschwörung aktuell. Reptiloiden unter uns von Valulis, falls dem jemand was sagt oder falls euch der ein Begriff ist. Der betreibt einen YouTube-Channel so ein bisschen in die Richtung Sarkazmus, hat früher auch im Fernsehen was gemacht oder macht parallel gerade auch noch was im Fernsehen, keine Ahnung. Früher hieß das Ganze ja Valulis sieht fern, jetzt ist es nur noch Valulis. Und dieses Video über die Reptiloiden finde ich unglaublich geil gemacht, denn da zeigt man auch mal, wie künstlerisch begabt denn diese ganzen Macher von diesen Reptiloiden-Bildern sind. Es ist ja gar nicht so einfach, immer das rein zu photoshoppen und manche haben auch nicht wirklich Photoshop-Skills. Es gibt ein schönes Bild, wo Angela Merkel und Putin zu sehen sind als Echsenmenschen. Und dann gibt es noch diese Aussage, dass Putin selber Echsenmenschen erkennen kann. Also der hat was gegen Reptiloiden und die fürchten ihn, weil er sie erkennen kann. Gleichzeitig gibt es aber, wie gesagt, die Verschwörung, er sei selbst einer. Ja, das ist immer ein bisschen kritisch, wenn die Unstimmigkeiten intern schon so groß sind. Dann weiß man immer nicht wirklich, was man davon halten soll. Ja. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr selber, dass Reptiloiden unter uns sein könnten? Ich meine, ich finde diese ganze Idee ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Selbst wenn, wen interessiert's? Ich meine, solange sie hier nicht anfangen, ihre Eier in mein Nest zu legen, ist mir das egal. Da fragt man sich wirklich, also was machen eigentlich Verschwörungstheoretiker, wenn sie gerade keinen neuen Aluhelm basteln? Würde mich wirklich mal brennend interessieren. Das werde ich mir aber wahrscheinlich nicht verraten. Das Berufsgeheimnis dann wahrscheinlich. Ja, aber neben Michael Jackson und Elvis und Paul McCartney, das sind ja meistens immer so die beliebtesten Opfer, in Anführungsstrichen Opfer, für Verschwörungstheorien, gibt es natürlich noch einen Haufen andere. So finde ich zum Beispiel auch interessant diese Theorie mit der Mondlandung. Und zwar, da gibt es ja wirklich tatsächlich Bildmaterial, das ja in Anführungsstrichen nicht gefälscht sein soll, wo die Schatten nicht miteinander übereinstimmen, wo Abstände falsch markiert sind, solche Sachen. Aber das wirklich Interessante, was ich wirklich auch spannend finde, ist, dass die Originalaufnahmen der Mondlandung gar nicht mehr existieren. Die sind irgendwann im Laufe der Zeit verschwunden und es gibt tatsächlich nicht mehr die Original-Mondlandung-Aufnahmen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen, ich meine, das war ja so ein Schritt für die Menschheit, wie war das, ein kleiner Schritt für bla bla bla, ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, wenn das denn so ein großer Schritt war, warum hat denn da keiner eine Sicherheitskopie gemacht, liebe Leute? Oder warum habt ihr das nicht gut weggeschlossen? Ich meine, hä? Muss das sein? Müsste sowas noch unterstützen? Und dann ist doch klar, dass Verschwörungstheoretiker aus dem Boden schießen wie die Pilze. Ja. Aber wenn diese ganze Mondlandung wirklich gar nicht stattgefunden haben sollte, dann möchte ich dann doch als erstes da oben sein. Dann ist da nämlich noch alles unberührt und so. Und jeder weiß, der Mond besteht aus Käse. Und ich habe ja da so eine Affinität zu Parmesan. Von daher meins.
Und da diskutiere ich auch gar nicht. Ja, okay, mal abgesehen von solchen Theorien, wie steht ihr denn da so generell selbst dazu, wenn ihr merkt, jemand fängt an, so ein bisschen verschwörerisch vor sich hinzudichten? Und das dürfte ja wohl die letzten Wochen auch im Hinblick auf die letzte Wahl ziemlich oft passiert sein. Und da könnt ihr mir nichts sagen, da hättet ihr nichts von gemerkt. Fand ich übrigens ganz toll, wir hatten vorhin im Live-Chat, hat jemand kommentiert, dass eine Verschwörungstheorie wäre, dass bei Furry FM alles Aufnahmen sind und nichts ist live. Doch, es ist live. Hahaha. Ja. Finde ich auch schön, die Idee mit die Welt wird von Kühen regiert. Das erklärt auch, warum wir jetzt auf einmal alle auf Tofu umsteigen. So. Aber ich glaube, genug Verschwörungstheorie für heute. Mir fällt gerade auf, ich habe zwei unterschiedliche Socken an. Mache ich übrigens mit Absicht, damit irritiere ich Schuhverkäufer. Und nicht, weil ich zu faul bin, die richtigen zu finden und zusammen zu tun und anzuziehen, sondern weil da die Leute komisch gucken, wenn sie es merken. Haha, nein, nicht wirklich. Komisch ist übrigens auch, dass obwohl jede Waschmaschine Socken frisst und dann immer nur eine von beiden, wird der Wäscheberg trotzdem bei mir immer größer. Wie funktioniert das? Wenn es doch eigentlich weniger Socken werden, müsste der Berg doch eigentlich kleiner und nicht größer werden. Ich würde jetzt so gern die X-File-Musik einspielen. Die Akte X-Musik. Mach ich gleich. Da ist schon noch was ich nachher noch suchen kann. Übrigens, ich habe neulich mal ein bisschen eine Weile mit Ferion gequatscht, auch ein Moderator von unserem Team. Und er hat mir ganz begeistert von seiner DRK-Prüfung, also die Deutsche Rotes Kreuz-Prüfung, erzählt, die er machen muss, also beziehungsweise der Kurs. Das ist ja Pflicht, wenn man den Führerschein machen will, braucht man so einen DRK-Schein und den kriegt man nur, wenn man an so einen doofen Kurs teilnimmt. Habe ich auch mal vor vielen, vielen Monaten gemacht. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber davon muss ich euch jetzt einfach mal erzählen. Ich glaube, das war die dümmste Prüfung der Welt, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es ein unglaublich langweiliger Vortrag. Und erstaunlicherweise kann ich mich auch nur noch an zwei Dinge erinnern, nämlich erstens, dass wir vom Thema abgedriftet sind und jemand von seiner Stichverletzung im Bauch berichtet hat. Und da haben wir irgendwie stundenlang drüber geredet und dass er heute noch einen künstlichen Darmausgang hat und sowas. Und danke, echt geil, das war unglaublich gut vorzustellen und lecker. Frag mich mal, wie wir da drauf gekommen sind. Na, egal. So, und dann hatten wir noch zweitens die Rauchertussis. Ich möchte diese Mädels, also ganz ehrlich, das waren zwei, und ich sag nicht ohne Grund Tussis, die erfüllen mal wirklich jedes Klischee davon. Und die haben während der ganzen Schulung nur ihre Fingernägel lackiert. Ich meine, wer geht denn zu einer Deutsch-Rot-Kreuz, was ist das? Ein Kurs? Zu so einem Kurs? Wer geht zu so einem Kurs? Nimmt sich Nagellack mit und lackiert dann seine Fingernägel. Ich meine, Nee, nein. Macht man nicht? Die haben es jedenfalls gemacht. Und nicht nur das, sie haben auch in regelmäßigen Abständen aktiv den Betreuer dort unterbrochen und gefragt, wann die nächste Raucherpause ist. So gefühlt alle 10 Minuten. Ich weiß nicht, was die Mädels machen, ey, ohne Witz. Vielleicht sollten die mal, wenn sie so auf Rauch in der Lunge stehen, nicht extra den Führerschein machen, um am Auspuffrohr nuckeln zu dürfen. Ich glaube, das geht auch umsonst. Also ganz ehrlich. So, und jedenfalls die fingernagellackierten und durch verrauchten Mädels haben dann es ernsthaft gebracht, bei der obligatorischen Wiederbelebungsmaßnahme an der Puppe zu versagen. Also ich nenne die beiden jetzt mal Raucharella und Schlotina. Und die haben es echt hinbekommen, dass man diesen DRK-Kurs nicht besteht. Also es gibt ja da quasi diese Wiederbelebungsmaßnahme an dieser Puppe. Und da muss man quasi den Kopf überstrecken und halt die Nase zuhalten und sie beatmen. Es geht halt darum, um zu testen und zu sehen, wie das ist, wenn man jemanden beatmet in so einer Notsituation und ob man es halt könnte. Und das ist jetzt wirklich keine körperliche Herausforderung. Ich glaube, das könnte jeder. Brauchst jetzt halt zwei Arme, weil so überstrecken und so. Na egal. Oder zwei Einarmige, dann geht's wieder. Oh, Gedanke. Okay, jedenfalls, man muss dieser Puppe
da die Nase zu halten und kräftig halt Luft in den Mund blasen, ist ja klar. Und die betreten hat bei uns die ganze Gruppe ihnen zugesehen, also die beiden Mädels. Und die hatten entweder keine Ahnung, wie man kraftvoll ausatmet und jemanden Luft in die Lunge bläst, oder aber sie sind körperlich nicht dazu in der Lage. Und das haben sie auch als Grund für ihr Versagen angegeben. Die haben das nicht hinbekommen. Also die haben, es ist nicht so, als hätten sie es intensiv versucht und hätten wenigstens einen roten Kopf dabei bekommen. Die haben sich ernsthaft dahingekniet, kaum die Lippen überhaupt auf die Lippen von dieser Puppe gedrückt und dann so, oh ne, ich kann das nicht. Oh, das kann ich nicht. Oh ne, ne, das mache ich nicht. So, und diese Sorte Mensch finde ich ja schon total geil, die überhaupt aufgeben, bevor sie es richtig probieren. Und es ist echt nicht so, als hätten die sich angestrengt. Und es ging halt nur so, nee, sorry, ging gar nicht. Ich kann das nicht, sorry, oh nein. Oh, oh, aber Fingernägel lackieren, das können sie. Ja, und die, also der Prüfer, der hat halt dann gesagt, da steht da drauf, das muss gemacht werden. Und die Mädels haben halt drauf bestanden, dass sie jetzt bitte ihren DRK-Schein bekommen, denn sie haben ja schließlich dafür bezahlt und sie haben sich die ganze Zeit diesen langweiligen Vortrag angehört und sie möchten jetzt bitte den Schein. Ja, und das, die haben den auch nicht bekommen. Fand ich ganz interessant. Also, es fällt mir gerade ein, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, der Typ hatte gesagt, Leute, ihr bleibt dann noch ein bisschen da und dann wird noch ein bisschen Blasen geübt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das gemeint hat, wie ich das gerade denke. Ist egal. Ja, egal. Jedenfalls, Ladies, egal wo ihr heute seid und wenn ihr das ganz zufällig doch zu Ohren bekommt, wenn ihr einen Unfall seht, ihr zwei, die ich meine, und ihr müsstet erste Hilfe leisten, dann bitte fahrt einfach weiter, ohne Scheiß. Ich glaube, da bringt ihr weniger Leute um, als wenn ihr versucht, mit eurer vollgepumpten Raucherlunge irgendjemanden leicht aufs Gesicht zu hauchen. Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Also bitte, jeder von euch, der diesen Kurs gesehen hätte, der weiß mit Sicherheit, dass er die Beatmungsattacken dieser beiden Mädels nicht überlebt hätte. Ganz sicher nicht. Also wenn du vorher dann... nee, ohne Witz. Das ist, glaube ich, als wenn man an einem Schornstein nuckelt. Das geht auch nicht. Oh Gott, wenn ich da nur dran denke. Was für Leute melden sich denn bitte für Führerscheinprüfung an, wenn die auch so Auto fahren, dass sie sich nebenbei die Fingernägel lackieren? Ey, und dann so wahrscheinlich am Lenkrad so, oh, ich kann das nicht drehen. Das ist jetzt anstrengend. Nein. Kennt ihr auch solche Leute? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Also das ist für mich wirklich so ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Ich habe echt gedacht, das ist doch nicht euer Ernst. Ah. Finde es übrigens interessant für Leute, die das regelmäßig machen. Also mein Freund ist ja auch Ersthelfer bei sich auf Arbeit. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Aber ich finde es immer gut, wenn Leute wissen, was sie tun. Und ich habe echt Schiss davor, selbst mal in einen Unfall zu geraten und dann vor so einer Person zu stehen oder zu liegen. Und die steht vor mir und hat keinen Plan, was sie da tut. Ja. Nee, das ist echt zu viel für mich. So, ich brauche eine Musikpause, ihr braucht auch eine Musikpause. Und deswegen gibt's jetzt von Nerd Out Inside the Dark Zone. Und danach gibt es den Nerd Out 2016 Gaming Rap. Also ich bin eigentlich nicht so für Rap, ganz ehrlich. Aber vielleicht ist der eine oder andere Zocker unter euch. Und es wäre mal ganz cool zu sehen, wie viele Spiele ihr in dem Rap erkennt. Schreibt sie mir auf jeden Fall mal unten rein. Und dann sehen wir mal, wie viele denn wirklich drin waren. Das wäre wirklich spannend. Und dann, sage ich mal, hören wir uns gleich wieder hier auf Furry FM zum Sarkasmus. Und da sind wir schon wieder zurück aus der Musikpause hier auf Furry FM. Willkommen beim Sarkasmus und unser Thema heute Schnurriositäten. Und es ging vorhin schon um Verschwörungstheorien. Und dann ging es ein bisschen in die Richtung aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wenn ich jetzt so dran denke, die meisten Leute haben wahrscheinlich auch schon mal solche Erfahrungen gemacht mit Leuten, die einfach nicht aufpassen bei einem Kurs oder in der Schule und einen damit echt auf den Sack gehen. Das könnt ihr mir alles gerne auch in den Live-Chat schreiben. Ich bin auf jeden Fall neugierig.
Was ich jetzt allerdings noch für ein Anliegen von euch habe, ihr habt gerade den Song gehört von Nerdout. Habt ihr denn Games rausgehört? Kennt ihr ein paar der Sachen? Hat's bei euch direkt Klick gemacht? Dann sagt mir, was ihr rausgehört habt. Das würde mich echt interessieren. Übrigens, es sind ja nicht nur Games, die jetzt auch in diesem Monat übrigens wieder einige rauskommen, die richtig gut sein sollen. Es ist jetzt auch vor ein paar Tagen der Stephen King Film S rausgekommen. Und ich bin ja ein unglaublich großer Fan von S, also von der Stephen King Vorlage. Ich habe zwar den Fernseh-TV-Zweiteiler nur einmal gesehen, glaube ich. Ich fand den auch nicht so gut. Das liegt aber einfach daran, dass ich das Buch gelesen habe, als ich noch relativ jung war. Und das hat, ja, wie beschreibt man das am besten? Wenn der Meister des Horrors selbst sagt, es ist kaum zu beschreiben, was man da eigentlich sieht, hört oder fühlt, dann kann man so etwas eben nicht in einen Film packen. Deswegen bin ich auch so gespannt, wie denn der neue Stephen King's S wird. Und ich muss erst mal schauen, dass ich da überhaupt reingehe mit irgendjemandem, der sich nicht drüber lustig macht, dass ich mich eventuell erschrecke. Ich mag übrigens keine Clowns. Noch nie. Keine Ahnung, warum es die überhaupt noch gibt. Warum existieren die, wenn so viele Menschen einfach nur immer panische Angst vor denen haben? Es ist jetzt aber noch was ganz Witziges passiert, und zwar am 27. September war die Vorpremiere zum Film und eine Werbeagentur hat sich das zum Nutze gemacht und die haben den Film im Auftrag von eines ganz bestimmten Werbepartners gekapert. Das heißt, sie haben mit zwei leistungsstarken Projektoren den Abspann vom Film verändert. Soll heißen, das Publikum saß da, hat Stephen King's S geschaut, sich zu Tode gegruselt wahrscheinlich, also es sah sehr danach aus, gibt auch ein bisschen Footage davon. Ich schicke euch den Link dann gleich mal in den Chat rein. Und kurz bevor der Film zu Ende war und nur dieser schwarze Bildschirm zu sehen war, haben sie mit einem Strahler den Spruch an die Wand geworfen: Never trust a clown, also vertrauen niemals einem Clown. Und daneben direkt mit dem zweiten Scheinwerfer das Logo von Burger King. Fand ich genial. So geil. Und damit haben sie den Film S quasi zu ihrem ganz persönlichen Werbefilm gegen McDonald's gemacht. Fand ich total genial. Echt. Also das müsst ihr euch ansehen. Es ist, man könnte einfach nur noch heulen. So geil war das. Den Link findet ihr in der Beschreibung, beziehungsweise ich hau ihn euch gleich mal in den Live-Chat rein für die Leute, die es gerade live sehen. Und ich fand das einfach nur genial. Ohne Witz. Bitte macht mehr davon. Ich fand's genial. Ja, Clowns generell sind ja überhaupt nicht so mein Ding, habe ich ja eben schon gesagt. Geht wahrscheinlich vielen von euch genauso. Gibt es jemand von euch, der sich zu Halloween als Clown verkleidet? Ich habe mir sagen lassen, das ist dieses Jahr das angesagteste Kostüm und ich glaube, mir bekommt es gleich hoch bei der Vorstellung. Nee, muss nicht sein, echt nicht. Aber diese Werbeidee von Burger King, einfach so eiskalt, never trust a clown und dann noch das Burger King-Logo daneben zu klatschen, schön. Es ist auch interessant, dass der Werbespruch von McDonald's ja lautet, wir lieben es. Oder ich liebe es. Oder irgendwie so, wie war das? Das sagt ja schon alles, ne? Aber es ist nicht der einzige Film, den ich unbedingt sehen will. Es gibt auch noch einen zweiten. Und da kam heute auf der New Yorker Comic Con, die heute noch läuft oder hat angefangen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die läuft über das ganze Wochenende noch. Da wurde heute der Trailer gezeigt. Und er ist auch vor ein paar Minuten erst live gegangen auf den deutschen Servern, also beziehungsweise auf den deutschen YouTube-Accounts. Linke ich euch dann auch nochmal. Und zwar geht es um Pacific Rim Uprising. Und ja, ich stehe total auf riesengroße Mechs, die irgendwelche riesengroßen Monster zu Kloppe machen. Ganz ehrlich, das braucht die Welt einfach viel mehr. Warum gibt's davon so wenig? Und ich habe den ersten Pacific Rim Teil total gefeiert. Also der war einfach nur geil. Ich habe den auch hier auf DVD. Und ich liebe ihn. Ich finde den einfach genial. Das ist mehr, bitte mehr, bitte mehr. Und ich bin ja sowieso ein großer Fan von so
Creature-Film, also alles, was so in die Monster-Ecke geht. Und ich habe auch den neuen Godzilla, obwohl ich von dem ein bisschen enttäuscht war, weil der einfach nicht so, ich weiß nicht, der ist halt so, naja, unbeweglich. Ich mochte den alten Godzilla, also was heißt den alten, diese Roland Emmerich-Version, die ist, wann waren das? 1990 oder so? Oder 1999? Keine Ahnung. Lief die ja im Kino und da war der Godzilla ein bisschen schlanker, beweglicher und eleganter und ich finde den auch immer noch total genial. Und was ich mir jetzt wünsche, liebe Macher von Pacific Rim und Godzilla und wie die Filme alle heißen, bitte macht ein Crossover. Bitte lasst einfach mal hier die Jäger, so heißen die Riesenroboter, sich mit Godzilla klatschen. So richtig fett aufs Maul, bitte. Das braucht die Welt. Also es ist mir egal, ob wir hier Klimaschutzprobleme haben. Ich möchte diesen Film sehen. Und ich will nicht hier irgendwelche dummen Reportagenfilme oder was jetzt auch kommt, das Geostorm. Das ist ja wieder, ich meine, das ist ein Film übers Wetter. Übers Wetter. Euer Ernst, übers Wetter. Ich möchte diesen Pacific Rim-Film, ich möchte Godzilla. Ich möchte, dass Godzilla mit den Jägern kämpft, gegen die Kaijus, also das sind diese großen Monster. Und ich will, dass die Transformers dazu kommen und dann kommen die Power Rangers und dann gibt's richtig ins Gesicht. Junge, ich will das sehen. Ach Gott, ich muss erstmal wieder runterkommen. Das will ich. So, jetzt wisst ihr, was mein Geburtstagsgeschenk ist? Ich habe im Juli Geburtstag, seht zu. Sagt nicht, das geht nicht. Ist mir egal. Will das sehen. Wie sieht's denn bei euch aus? Guckt ihr sowas? Ich finde das einfach nur genial, solche Monsterdinger, die braucht das Land. Land braucht Monster. Verdammt. Schaut mal euch den Trailer an, der ist nicht schlecht, kann ich nur empfehlen. Einfach nur genial. So schöne Sachen, oh mein Gott. Und ich finde auch die Musik jedes Mal total geil. Ich fand auch schon beim ersten Teil die Musik sehr geil. Und dass die Viecher blau leuchten, wo ich total auf blaues Leuchten stehe. Da finde ich übrigens den Film Skyline, ich glaube Skyline hieß er, wo die Leute mal von so einem blauen Licht angezogen wurden, auch total geil. Einfach nur, weil ich auf blaues Licht stehe. Das ist so, ich bin so einfach gestrickt, oder? Ah, ich merk's gerade. Egal, so. Und es gibt noch was, worauf man sich freuen kann, wobei ich mich da jetzt so semi drauf freue, weil ich eher so schlechte Erinnerungen als Kind daran habe. Und zwar, liebe Leute, Takeshis Castle kommt zurück. Ab 2018 wird es das auch auf Deutsch wieder über Comedy Central geben. Sie drehen gerade in Thailand neue Folgen von Takeshis Castle. Und bitte sagt mir nicht, ihr kennt nicht Takeshis Castle. Also für diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen jüngeres Baujahr sind hier. Das ist eine sehr interessante japanische Show gewesen, die vor vielen, vielen Jahren, ich glaube in den 90ern, war die ziemlich populär. Es ging halt drum, eine große Masse an Leuten wurde quasi ausgesiebt durch verschiedene Spiele. Die mussten sich immer durch verschiedene Level kämpfen. Entweder es war immer so halb Wettrennen, halb so Hindernisparcours. Zum Teil waren es auch wirklich absurde Spiele, wo die einzelnen Teilnehmer als riesige Bowling-Pins stehen mussten. Und dann ist einer so in eine riesige Kugel gegangen und hat die weggebowlingt. Und die durften nicht umfallen. Und wer am Ende noch steht, ist weiter. Und alles solche Sachen. Und am Ende konnte man halt quasi den Burgherrn Takeshi herausfordern mit so kleinen Autoscooter-Dingern, mit denen man schießen konnte. Ich fand das irgendwie, den Schluss habe ich irgendwie nie gemocht, den fand ich immer dumm. Aber an sich war das schon schön zu sehen, wie die Leute da gekreischt haben und um ihr Leben gebettelt. Und ich bin mal gespannt, ob die das heute noch genauso hardcore machen, weil die Japaner ja, was Shows angeht, immer so einen kleinen Hang zur Übertreibung haben. Der ein oder andere weiß einfach, was ich meine, fürchte ich. Freut ihr euch auf Takeshis Castle? Neue Folgen? Sagt's mir, schreibt's mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Ich persönlich würde aber bei sowas nie mitmachen. Ich würde höchstens andere hinschicken. Ich wüsste auch schon wen. Genius, hast du was vor? Es gibt einfach Leute, die sehe ich gern leiden. Tut mir leid. Kann nichts dafür. Bravura macht's bestimmt auch gern. Ja, okay, das dazu. Wir machen mal eine kleine Musikpause, liebe Leute, damit er mal wieder runterkommt und ich meinen Hype über Pacific Rim wieder runterregeln kann, weil ich einfach immer noch nebenbei den Trailer aufhabe und ich kann einfach nicht anders, als da drauf zu starren und es toll zu finden. Oh.
Ah, wer mir ein schönes Geschenk machen will, der geht mit mir an Pacific Rim. Okay, es gibt jetzt wieder einen Song für euch zu hören, und zwar von Nerd Out, Don't Look Down, und danach Be the Hero, auch von Nerd Out. Und dann hören wir uns gleich wieder. Oder wartet mal, ich glaube, ich setze noch einen anderen Song dazwischen. Scheiß auf Be the Hero, wir hören uns Set Fire to the Sky an. Das ist nämlich der Song zu einer Erweiterung von Ark, Survival Evolved, habe ich am Anfang schon mal drüber gesprochen, und zwar zu dieser Wüstenvariante, die es gibt, Scorched Earth heißt die, glaube ich. Und den finde ich auch unglaublich schön, den Song. Seht euch unbedingt mal die Videos dazu an, die sind alle so. Jetzt auch genug gelabert, jetzt gibt's Musik. Bis gleich hier auf Furry FM. Wir sind wieder zurück bei Furry FM und dem Sarkazmus Volume 3 heute. Das Thema Schnurriositäten. Und wir hatten gerade noch ein paar Themen wie Takeshis Castle und die neuen Filme, die es momentan so im Kino gibt. Liebe Leute, ich muss euch sagen, es gibt noch eine Sache, die muss ich mal dringend ansprechen, weil sie mich einfach stört als Künstler. Und zwar geht es mir darum, dass der Inktober begonnen hat. Und das bedeutet, es ist eine Challenge, die wurde ursprünglich von... Oh, das muss ich überlegen. Mr. Jake Parker 2009 gestartet. Es ging darum, mit Tinte ein Bild, also für jeden Tag des Monats Oktober zu zeichnen. Das ist so eine Künstler-Challenge, die sich dann irgendwann im Laufe der Zeit verselbstständigt hat. Und deswegen auch Inktober, weil Ink ja für das deutsche Wort ist Tinte. Also Ink ist das englische Wort für Tinte. Und Tober ist logischerweise auf Oktober bezogen. So. Das ist jetzt erstmal die Grundsache. Und jetzt stellt euch mal vor, wie es inzwischen aussieht, was die Künstler seit 2009 daraus gemacht haben. Ja, richtig, es gibt tatsächlich Leute, die sagen hier, hallo, ich mache jetzt auch Inktober und ich male digital. Nein, Leute, das ist nicht Sinn und Zweck dieser Challenge. Ihr könnt das gerne machen, dass ihr jeden Tag des Oktobers ein Bild malt, aber ganz ehrlich, Inktober ist eigentlich darauf bezogen, dass man mit Tusche zeichnet. Und es soll nicht heißen, dass es schlecht ist, was ihr macht, aber Leute, dann habt ihr nicht ganz verstanden, was ihr da tut. Ich sehe zum Teil ernsthaft da Kommentare und auch Posts, die wirklich nur mit rein Digitalzeichnung oder bunt und alles andere als Tusche auf jeden Fall gemacht sind. Und dann kriegt man so Sachen gesagt wie, ja, ist doch auch Inktober, ist ja auch ein Bild. Leute, informiert euch. Ah, googelt. Google ist euer Freund. Verdammt. Ja, wir haben den ganzen Abend heute schon Songs von Nerd Out gehört. Und nein, wir werden von denen nicht gesponsert. Die haben selbst Probleme, sich über Wasser zu halten. Aber die sind mir ins Auge gestochen schon längere Zeit. Und deswegen habe ich einfach mal dafür gesorgt, dass wir ihr 2016er Album in unsere Bibliothek mit aufgenommen haben. Das ist übrigens eine schöne Sache. Ihr könnt euch jederzeit denken, dass wir auch Unterstützung brauchen. Und sind da entsprechend auch auf eure Unterstützung angewiesen, um eben neue Songs uns hinzuzufügen. Denn irgendwann werden wir sonst auch hier bettelarm, weil wir sowieso schon so viel hier reinstecken. Wenn wir keinen Schweizer hätten, hätten wir echt ein Problem. Ja, okay. Wie findet ihr denn generell so die Band, beziehungsweise die Musikgruppe? Ich werde euch den YouTube-Channel von denen auch nochmal verlinken. Ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Habt ihr selbst vielleicht auch eine Band im Auge oder eine Musikgruppe oder etwas ähnliches, die weniger bekannt sind und die viel bekannter sein sollten? Dann nutzt doch die Gelegenheit und sagt uns Bescheid. Entweder über den Live-Chat oder ihr tickert uns direkt an. Wir haben auch eine offizielle Furry FM E-Mail-Adresse. Ihr könnt euch über den Support erreichen auf unserer Website. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nutzt diese Möglichkeiten, lasst es mich wissen, lasst es uns wissen, was ihr gerne hören möchtet, was uns hier noch fehlt. Und dann nehmen wir das gerne bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir wieder das passende Kleingeld dafür haben, mit in unsere Bibliothek auf.
So, das heißt, ihr habt selbst in der Hand, was gespielt wird. Und da sei dazu gesagt, heute wird mal nur gespielt, was ich gut finde. Das ist natürlich jetzt nicht immer so. Ich hoffe, ich spiegel auch ein ganz kleines bisschen den Musikgeschmack von euch wieder. Ja, übrigens werde ich euch nächste Woche ganz viel zu berichten haben, denn morgen werde ich die Fellnasen aus unserem Furry FM-Team einmal persönlich kennenlernen können. Und dann kann ich euch hoffentlich am nächsten Mittwoch ganz viele schmutzige Geheimnisse über die verraten, wie sie im Real Life sind. Ich freue mich drauf. Bis dahin solltet ihr allerdings schön weiter flauschig bleiben. Ich habe irgendwie jetzt gerade den Spruch von Akeban geklaut. Es tut mir leid, Akeban. Tut mir leid. Habe ich nicht gesagt. Okay, in diesem Sinne, habt auf jeden Fall noch einen schönen Abend und ich werde euch noch zwei Songs von Nerd Out auf den Weg geben. Und ja, es ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, manche Sachen sind Remakes von bereits existierenden oder berühmteren Songs oder auch Parodie-Songs auf diese ursprünglichen Lieder. Und das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Gibt's schlimmere Varianten von, ist auf jeden Fall hörenswert. So, und deswegen gebe ich euch gleich nochmal auf die Ohren von Nerd Out, Man of Steel und Humans. Und dann muss ich aber schon sagen, Leute, unsere Stunde ist vorbei. Ich muss mich verdrücken, ich muss mich noch hübsch machen für morgen. Nein, war ein Scherz. Ich gehe, wie ich bin. Lalala. Und ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Gebt mir euer Feedback, gebt mir euer Geld. Nein, hat sie nicht gesagt. Feedback reicht, Feedback reicht. ja, ihr wart wie immer wunderbares Publikum. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt schön geschmeidig. Ha, ich hab nicht flauschig gesagt. Kannst mir gar nichts. Bis dann und Grüße gehen raus an das Furry FM-Team. Seht zu, dass ihr morgen gesund seid und ciao, ciao.